Hallo Kackbratzen. Return our sepient immediately. You don't know what you're doing. Yes, I do. I'm leaving. Wenn wir hier über seltene Spiele sprechen, dann sind es meist sehr seltsame und obskure Horrorspiele. Und hauptsächlich sprechen wir hier immer über Titel für die PlayStation, was schon ein wenig schade ist, da es offensichtlich auch andere Konsolen gab, wie etwa auch aus dem Hause Sega. Das Ding ist, dass man hier auf YouTube ohnehin nur die immer gleichen Spielevideos findet. Kann aber auch sein, dass das nur in meiner ganz eigenen Blase so ist, aber wenn man dann mal über etwas außerhalb der Norm findet, dann ist es trotzdem irgendein exotisches Rollenspiel, von denen es gefühlt 30 Millionen gibt und rein technisch gesehen auch immer dasselbe Spiel ist, nur mit einem anderen Anstrich. Kaum wer spricht hier über die guten alten Shoot'em-ups oder die klassischen 2D-Action-Prügler. Und das ist schade, denn es gibt wohl kaum ein besseres Genre, mit dem man mal kurz sein Gehirn zum Schaukeln schicken kann, als die guten alten 2D-Action-Spiele, bei denen man sich nicht um irgendeine langwierige Story oder Charakterentwicklung kümmern muss. Und so sprechen wir heute über Shinrei Yuzatsushi Tarumaru, das manche auch mit Psychic Killer Tarumaru übersetzen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die beste Übersetzung ist. Jedenfalls ist Tarumaru wohl eines der seltensten Spiele für das Sega Saturn. Tarumaru wurde von Time Warner Interactive Japan entwickelt und dort auch nur exklusiv für das Sega Saturn veröffentlicht. Man plante auch eine Version für die PS1, aber die erblickte leider nie das Licht der Welt. Bei Time Warner Japan liefen die Dinge anscheinend nicht ganz so optimal, denn nachdem man mit der Produktion von Tarumaru fertig war, hat man auch schon die Pforten des Entwicklerstudios für immer geschlossen. Wenn man dem Internet glauben darf, wurden auch nur ca. 7500 Exemplare des Spiels auf den Markt gebracht und was das nun für den Gebrauchtmarkt bedeutet, kann man sich wohl vorstellen. Shinrei Yuzatsushi Tarumaru gehört wohl zu den wenigen Spielen, die schon damals kaum wer gespielt hat und heute vermutlich auch absolut keine Sau mehr zockt. Und da man vermutlich nicht unbedingt gut 2000 Schleifen für ein gebrauchtes Spiel bei eBay auf die virtuelle Ladentheke blättern möchte, bleibt als einzige Alternative wohl ein gut erhaltenes ROM übrig. Shinrei Yuzatsushi Tarumaru ist ein seitwärts scrollendes 2,5D-Action-Spiel, in dem man in die Haut von gleich zwei verschiedenen Charakteren schlüpfen kann. Dem Ninja Tarumaru und seinem Kumpel Enkai. Abgesehen von einigen geringfügigen Abweichungen bei den Angriffsreichweiten sind die beiden größtenteils identisch. Das Setting ähnelt ein wenig der alten Mystic Defender-Serie aus dem Hause Sega, da man ebenfalls in einem mittelalterlichen japanischen Setting gegen mythische Bösewichte kämpft. Das Ziel des Spiels ist es, eine entführte Schreinjungfrau zu retten. Abgesehen von den schon sehr knackigen Level, darf man sich noch auf eine Vielzahl von extremen Bosskämpfen freuen. Meiner Meinung nach sind es die intensivsten Bosskämpfe überhaupt, denn was das Level und das Bossdesign betrifft, muss man lange suchen, bis man etwas Vergleichbares findet. Alles wird untermalt von einem herrlich atmosphärischen Soundtrack mit den traditionellen japanischen Shamisen und Shakuhachi. Auf dem ersten Blick sieht das Spiel wie ein klassischer Prügler aus. Spieler können rutschen, schießen, einen Schild verwenden und ihre Psychoanzeige aufladen, um einen mächtigen Energiestoß auszulösen. Allerdings verwendet Tarumaru ein etwas atypisches Kampfsystem, ähnlich wie in Alicia Dragoon, in dem der Spieler gleichzeitig sowohl die Bewegung des Helden als auch die Richtung seiner Angriffe kontrolliert. Das Handhaben zweier unabhängiger Elemente mit einem einzigen Steuerkreuz ist zwar nicht schwierig, aber auf jeden Fall umständlich. Alicia machte das mit einem kompetenten automatischen Zielsystem wett, aber Tarumaru ist das nicht ganz so geschickt gelöst. Vor dem Spieler schwebt ein Zielcursor, der automatisch den nächstgelegenen Feind erfasst. Man muss also nur den Feuerknopf betätigen, um den Feind dann mit Energieströmen grillen zu können. Dies ist einigermaßen praktisch, da man so auch Feinde über oder unter einem angreifen kann, ohne auf deren Ebene springen zu müssen. Andererseits ist der Cursor äußerst empfindlich. Die Reichweite ist begrenzt und es ist nicht immer ganz klar, wenn etwas zu weit entfernt ist. Außerdem hat man keine wirkliche gute Kontrolle darüber, welcher Feind angegriffen wird. Meistens ist der Bildschirm ohnehin voller Gegner und da man jeweils nur einen einzelnen Feind angreifen kann, können manche Level einem den letzten Nerv rauben. Erschwerend hinzu kommt, dass viele Bosse auch mehrere Körperteile haben, die anvisiert und angegriffen werden können. Praktischerweise kann man mit den Schultertasten durch die Ziele blättern. Allerdings sieht man in all der Hektik nicht wirklich gut, welche dieser Körperteile nun über eine Schwachstelle verfügt und welcher Teil unverwundbar ist, was eine große Portion Frust mit sich bringt. Und Tarumaru ist bei aller Liebe kein leichtes Spiel. Auf allen Schwierigkeitsgraden außer vielleicht dem niedrigsten, stecken selbst die einfachsten Gegner haufenweise Treffer ein, bis sie endlich ins Gras beißen.
Und zu allem Übel verfügen die Bosse über einen scheinbar kilometerlangen Gesundheitsbalken. Erschwerend hinzu kommt, dass man während man ballert sich nicht bewegen kann, womit man selbst zu einer Schießbudenfigur wird und nicht die Gegner. Technisch gesehen kann man seinen Psycho-Angriff auch verstärken, um auch gleich mehreren Gegnern das Licht auszuknipsen. Man sollte sich allerdings dabei nie von einem Gegner treffen lassen, um nicht die Ladung zu verlieren. Insgesamt klingt das nach einem Ding der Unmöglichkeit, denn das Level ist meist voller Feinde und um überhaupt einen Blumentopf zu gewinnen, sollte man pausenlos auf den Angriffsknopf einhämmern. Zusätzlich zum Hauptangriff kann man auch bestimmte Feinde hypnotisieren, damit diese dann an eurer Seite kämpfen. Theoretisch ist das eine großartige Idee, aber in der Praxis sieht die Sache wie immer anders aus. Es können nur eine Handvoll verschiedener Feindtypen rekrutiert werden, darunter fliegende Arschpriester und ein paar verschiedene Ninjas. Man kann jeweils auch nur einen Verbündeten haben und diese sind im Allgemeinen nicht wirklich so nützlich, wie man es gerne hätte. Sie stehen meist nur blöd in der Gegend herum und greifen auch nur gelegentlich einen Feind an. Allerdings auch nur so lange, bis ihre Lebensanzeige aufgebraucht ist. Neben Angriffen und der beinahe komplett nutzlosen Hypnotisierungsmechanik steht einem noch ein schnelles Verteidigungsmanöver zur Verfügung, das Feinde vorübergehend wegschleudert und die meisten Projektile absorbiert. Was Tarumaru aber so faszinierend macht, sind die unheimlich tollen und unterschiedlich fantasievoll gestalteten Feinde. Allerdings nicht nur was das Aussehen betrifft, sondern auch deren Verhalten. Geister schweben in der Nähe von lampenerleuchteten Tempeln herum und nehmen Tarumaru kurzzeitig in Besitz, wenn er sich ihnen nähert. Marionetten greifen plötzlich vom Boden aus an und werden von fragilen Puppenspielern am Himmel gesteuert. Riesige Spinnenfrauen schleichen über den Bildschirm und spucken millionenfach ihre krabbelnde Brut aus und vieles, vieles mehr. Ganz lieblich sind auch die Sensen schwingenden Shikimaru und das absolute Highlight sind die Rokurokubi. Dabei handelt es sich um zuckersüße, fliegende, wildschreiende, enthauptete Frauenköpfe. Wer hier nicht sein Herz an Tarumaru verliert, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Dieses Spiel mag wie das Ergebnis eines Fiebertraums klingen, aber es basiert alles auf japanischen Überlieferungen. Und deswegen muss man diese japanischen Spiele einfach nur lieben, die mit absoluter Hingabe ein Potpourri der schönsten Monster der japanischen Mythologie zusammenstellen, an denen man sich nicht nur die Zähne ausbeißen, sondern auch den Verstand verlieren wird. Man sollte jedenfalls so schnell es geht alle Feinde ins Jenseits zu sprengen, denn der Nachschub an Mistkerlen scheint unendlich zu sein. Nani? Man wird allerhand zu tun haben und wenn man nicht schon bei den unerbittlich kniffligen Feinden ins Schwitzen kommt, dann mit absoluter Sicherheit dank des Pixelfeuerwerks auf dem Bildschirm. Aber auch wenn die Feinde knifflig erscheinen, haben sie doch irgendwie alle ein eigenes Angriffsmuster, das man am besten auswendig lernen sollte, um sich noch mit der größten Hingabe durch die Level zu schlitzen und zu blitzen. Meist besteht der Trick auch darin, den gesunden Menschenverstand über Bord zu werfen und wer geschickt ist, muss auch gar nicht bis auf den letzten Tropfen Blut kämpfen. Man benötigt eben nur Geduld und manchmal auch wahnsinnig schnelle Finger. Da Tarumaru nur für das Sega Saturn veröffentlicht wurde, darf man natürlich nicht unbedingt eine beeindruckende Grafik erwarten, wie wir sie vielleicht von einer PS1 gewohnt sind. Leider wurde die PlayStation-Version wie gesagt eingestampft. Die Texturen wirken etwas fleckig und manche Sprites sind so unheimlich pixelig, als wären sie für eine niedrigere Auflösung konzipiert worden. Die Bosse sind auch nicht so riesig wie in anderen Genrevertretern, aber trotzdem verfügt Tarumaru über ziemlich erstaunliche Effekte. Erstens wurden alle Charaktere und insbesondere die Bosse extrem gut animiert und wenn es etwas gibt, das die Sega Saturn schon immer absolut fantastisch auf die Netzhaut zaubern konnte, dann sind es Wasser- und Feuereffekte. Schade, dass die Action auf dem Bildschirm so hektisch ist, da man so nicht wirklich viel Zeit hat, um die wunderbare Pixelkunst zu bestaunen. Vor allem in den Level, in denen man es mit Mod 7 auf Crack zu tun hat. Der Großteil der Musik hingegen besteht aus Instrumenten im klassischen japanischen Stil mit sehr viel Shamisen-Gezupfe und einigen Synthi-Klängen. Es ist nicht schlecht, aber es fällt selten auf. Tarumaru ist eine absolut brachiale Achterbahnfahrt der Gefühle voller Action und absurder Gegner. Jedes Level hat eine neue Überraschung zu bieten, wobei eines der Highlights ein riesiger Frosch ist, der euch mit Haut und Haar verschlucken wird und ihr dann im Inneren des Magens gegen seine ziemlich heftigen Geschwüre ankämpfen müsst. Insgesamt ist Tarumaru ein bockschweres Erlebnis und auf den ersten Blick scheint es auch nicht viel anders zu machen als seine Genre-Kollegen. Aber die wahre Verrücktheit entfaltet sich erst beim Spielen und am meisten Spaß macht das Ganze wohl, wenn man es mit einem Freund zusammenzockt. Das Schöne ist auch, dass man durch stumpfes Gekloppe nicht immer wirklich glatt durchkommt und man dazu gezwungen wird, seine Denkmurmel etwas anzustrengen. Es ist nur so ein Jammer, dass es praktisch unmöglich ist, sich dieses Spiel ins Regal zu stellen, wo es natürlich nicht nur verstauben soll. Es bleibt wegen der prekären Lage nur der Weg nach Romhausen, zum Wohle der Erhaltung von Videospielen.
Es gibt viele Spiele im 2,5D-Action-Universum, aber es gibt absolut nichts Vergleichbares mit Shinri Yuzatsushi Tarumaru. Also zieht aus und holt es euch. Nein. Sa, kaero. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.